Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Marialach. Der Hunger des Leibes und der Hunger der Seele sind zwei Paar Schuhe und Jesus wusste das ganz genau. Dort, wo die Menschen waren, hat er sich um sie gesorgt, um ihren leiblichen und um ihren seelischen Hunger. Bei der Speisung der 4000 im Markus-Evangelium heißt es: Ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon 3 Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Die Nahrung der Seele macht natürlich nicht den Hunger des Körpers weg, aber sie ist existenziell für unser Leben und Jesus hat das gewusst. Die Menschen sind zu ihm gekommen, haben ihn gesucht, haben es auch ohne was zu essen zu haben bei ihm ausgehalten. Und er sorgt sich nicht nur um ihre Seelen, sondern auch um ihre leiblichen Bedürfnisse. Das tut er auch bei uns. Christus weiß, was wir zum Leben brauchen und er gibt uns die Möglichkeit, es zu suchen bei ihm. Er gibt uns das Wort des Lebens, das der Seele, das dem Hunger der Seele wirklich Nahrung geben kann. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr Jesus Christus, du weißt, was wir zum Leben brauchen und du suchst, dass wir es bekommen. Sprich jeden Tag neu das Wort des Lebens zu uns, das den Hunger unserer Seele sättigt. Führe uns jetzt mit deinem guten Wort durch diese Nacht und lass uns auch morgen ein offenes Ohr haben, damit wir das Wort hören können, das uns Nahrung für die Seele gibt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.